Tradition ist ja nun mal kein Wert an sich. Ja? In letzter Konsequenz ist es ein sportlicher Wettbewerb. Und wenn man sieht, wie einige Traditionsvereine spielen und gegen wen sie auch spielen und gegen wen sie teilweise eben auch keine Punkte holen, dann glaube ich, sollte man sich da nicht so sehr an denen orientieren, die jetzt kommen, sondern ein bisschen mehr auf die eigenen Stärken oder Schwächen achten. Tradition hat schon was, diese Fankultur, ich finde es fantastisch, wenn das alles im Rahmen bleibt. Aber die anderen haben auch ihre Berechtigung, die machen einen guten Job. Auch Ingolstadt, wenn man das sieht, die sind Tabellenführer in der zweiten Bundesliga jetzt, die machen einen guten Job und müssen sich an Regularien halten, so ist es einfach. Klar, wenn ich natürlich so ein Chef von so einem Traditionsverein bin, muss ich natürlich halt traditionelle Werte erstmal vorne ransetzen. Ist ganz logisch. Aber andererseits, der Sport muss auch irgendwo, der hat halt nun mal eine andere Entwicklung genommen halt. Und gerade der Fußball. Und ja, ich finde es schön, dass es bald einen Erstliga-Verein wieder aus dem Osten gibt. Also. Und wie das zustande kommt, ist da erstmal egal. Die Menschen freuen sich und fertig aus.